Seit mehr als 100 Jahren werden Verbrecher anhand von Fingerabdrücken überführt. Ein klassisches Beweismittel, das Verdächtige mit dem Tatort in Verbindung bringt. Mit der Erfindung dieses Verfahrens brach auch das Zeitalter der modernen Kriminaltechnik an. Jeder Fingerabdruck ist einzigartig. Die kleinen Rillen und Furchen unserer Fingerkuppen hinterlassen Spuren auf fast allen Oberflächen, die wir anfassen. Das macht die Abdrücke zu einem wertvollen Mittel der Verbrechensbekämpfung. Und zu einem Trumpf vor Gericht, als unwiderlegbarer Beweis einer Täterschaft. Wenn ich einen Fall habe, bei dem aus den Beweisunterlagen hervorgeht, dass ein Fingerabdruck meines Mandanten vorliegt, der ihn mit dem Verbrechen in Verbindung bringt, dann haben wir ein großes Problem. Jeder Tatort wird nach Fingerabdrücken abgesucht. Manche sind mit bloßem Auge erkennbar, manche müssen mit besonderen Verfahren sichtbar gemacht werden. Drei wegweisende Fälle. Ein einziger Fingerabdruck führt zu entscheidenden Wenden und zu Todesurteilen für die beiden Mörder. Das FBI weist dem berüchtigten Gangster Machine Gun Kelly eine Entführung nach. Hier sind es die Fingerabdrücke des Opfers, die den Fall lösen. Und eine schottische Polizistin wagt es, die Analyse von Experten anzuzweifeln. Sie beweist, dass Fingerabdrücke lügen können. Ein Skandal, der die 100 Jahre alte Kriminaltechnik in Verruf brachte. Fingerabdrücke sind das bewährteste Hilfsmittel der modernen Forensik. Aber können bei ihrer Auswertung und Zuordnung auch Fehler passieren? Dem Verbrechen auf der Spur. Spektakuläre Kriminalfälle der Geschichte. Gelöst mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden. Der Fall schien klar, als die schottische Polizei im Januar 1997 zum Haus der 51-jährigen Marion Ross gerufen wurde. Ross lag tot im Badezimmer und wies an Auge und Kehle Stichwunden von einer Schere auf. Kurze Zeit später durchsuchte die Spurensicherung den Tatort nach Hinweisen. Die Polizei riegelte das Haus ab und notierte die Namen aller Personen, die das Grundstück betraten oder verließen. Der Fall wurde Kriminalpolizistin Shirley McKee übertragen. Zu ihren Aufgaben gehörte jedoch nicht die Besichtigung des Tatorts. Es gab keine Anzeichen eines Einbruchs, deshalb vermutete man, dass Marion Ross ihren Mörder gekannt hatte. Die Polizei begann, alle Personen aufzuspüren, die jemals Zutritt zu ihrem Haus hatten. Einer der vielen Fingerabdrücke, die am Tatort gefunden wurden, stammte von dem Handwerker David Asbury. Er hatte in der Vergangenheit Reparaturarbeiten für Marion Ross erledigt. Die Beamten fanden in Asburys Schlafzimmer eine Spardose mit Bargeld in Höhe von umgerechnet etwa 1.600 Euro. Asbury beteuerte, dass die Dose und das Geld ihm gehörten. Die Polizei wollte sicher gehen und schickte sie ins Kriminallabor. Auf der Dose fand man einen Fingerabdruck, der sich schwerlich leugnen ließ. Die Experten hatten keinen Zweifel daran, dass es sich um einen Fingerabdruck des Mordopfers Marion Ross handelte. Ich sagte damals, das kann nicht sein. Die Dose gehört mir. Sie hat meine Wohnung nie verlassen. Der Abdruck muss absichtlich dort hinterlassen worden sein. Asbury wurde wegen Mordes angeklagt. Es gab nur ein Problem. Bei der Spurensuche wurde auch ein Fingerabdruck der Kriminalbeamtin Shirley McKee am Tatort entdeckt. Am Türrahmen des Badezimmers. Doch sie hatte das Gebäude nie betreten.
Mein Vorgesetzter und ich beteuerten beide, dass das unmöglich sein konnte, denn wir waren nie in dem Haus. Dass McKee darauf beharrte, das Haus nie von innen gesehen zu haben, bereitete der Polizei Kopfzerbrechen. Konnte man einen Fingerabdruck fälschen? Der Abdruck war das entscheidende Indiz in dem Fall. Vor Gericht konnte jeder Zweifel daran Asburys Verurteilung gefährden. Es war der Beginn einer langwierigen Untersuchung, bei der eines der wichtigsten forensischen Werkzeuge in Frage gestellt wurde. Schon mehr als 100 Jahre vorher nahm die Wissenschaft Fingerabdrücke ins Visier. 1880 schlug der schottische Mediziner Henry Falls in einem Brief an die Zeitschrift Nature vor, Fingerabdrücke zur Überführung von Verbrechern zu nutzen. Der Brief löste eine Debatte aus und veranlasste den englischen Naturforscher Sir Francis Galton, sich eingehend mit der neuen Idee zu befassen. Galton verdanken wir die Erkenntnis, dass Fingerabdrücke nicht vererbbar sind. Selbst die Abdrücke von eineiigen Zwillingen unterscheiden sich. Er entwickelte ein Klassifizierungssystem, das noch heute angewendet wird. Seine Arbeit schuf die Grundlagen des biometrischen Fingerabdruckverfahrens. Galton teilte Fingerabdrücke in drei Gruppen ein, die sich anhand wichtiger anatomischer Merkmale unterscheiden lassen. Es gibt Bögen, Schleifen und Wirbel. Erst 1905 kam der erste Fingerabdruck in einem Mordprozess zum Einsatz, woraufhin zwei Brüder zum Tod durch den Strang verurteilt wurden. Der Mord wurde entdeckt, als ein Ladengehilfe zur Arbeit in Chapmans Malereibedarf in London kam. Der Laden war verschlossen. Das machte ihn stutzig. Thomas Farrow, der 71-jährige Geschäftsinhaber, öffnete gewöhnlich sehr früh morgens. Durch den Briefschlitz sah der Ladengehilfe jemanden auf dem Boden liegen. Voller Sorge verschaffte er sich Zutritt durch den Hinterhof. Der Ladenbesitzer lag tot auf dem Boden. Er hatte eine Kopfwunde und offenbar viel Blut verloren. Der Ladenjunge rannte los, um die Polizei zu holen. Die fand auch die Frau des Ladenbesitzers regungslos am Boden liegen. Die Polizei fand schnell heraus, dass es sich um einen Raubmord handelte. Auf dem Schlafzimmerboden, wo man die Frau gefunden hatte, lag eine leere Geldkassette. Und daneben eine aus einem schwarzen Seidenstrumpf gefertigte Maske. Zwei ähnliche Masken wurden unten im Laden gefunden. Offenbar gab es mehr als einen Täter. Die Geldkassette wurde von Melville McNaughton untersucht, dem Chef der Londoner Kriminalpolizei. Er fand einen Fingerabdruck auf der Unterseite des Deckels. McNaughton war ein Befürworter des noch jungen Fingerabdruckverfahrens. Der Fall schien perfekt geeignet, um zu zeigen, wie viel die neue Technik ausrichten kann. Er schickte die Kassette an die Fingerabdruckabteilung von Scotland Yard. Die junge Dienststelle wurde von Hauptkommissar Charles Stockley Collins geleitet. Sie bestand erst seit 4 Jahren. Collins galt als Englands führender Fingerabdruckexperte. Er hatte eigene Analysetechniken entwickelt, die jedoch noch nie verwendet worden waren, um Geschworene in einem Mordfall zu überzeugen. Collins wusste, dass die Staatsanwaltschaft ein großes Risiko einging. Ein Mordfall erregt viel öffentliche Aufmerksamkeit. Bei einem Misserfolg drohte die Gefahr, sich mit der neuen Methode lächerlich zu machen. Collins prüfte das Beweismittel gründlich und kam zu dem Schluss, dass es der Schweißabdruck eines rechten Daumens war. Zur Sicherheit verglich er ihn mit den Fingerabdrücken der Ladenbesitzer. Dazu wurden zum ersten Mal in der Kriminalgeschichte Fingerabdrücke von Toten genommen. Es gab außerdem einen Fingerabdruck eines jungen Polizisten, der die Kassette angefasst hatte. Den mussten sie ausschließen. Und dann war da noch ein dritter Abdruck von einem der Stratton-Brüder.
Alfred Stratton war der Polizei bekannt als Ganove mit Kontakten zur kriminellen Unterwelt. Auch sein Bruder Albert war berüchtigt. Man verhörte sie. Sie wurden angeklagt und kamen vor Gericht. Die Anklage rief über 40 Zeugen auf, die den Fall erhärten sollten. Doch mehrere Aussagen widersprachen einander. Keiner der Augenzeugenberichte überzeugte die Geschworenen. Nun hing alles von dem einen Fingerabdruck ab, der auf der Geldkassette gefunden worden war. Sir Richard Muir war ein erfahrener Staatsanwalt und ein sehr vorsichtiger Mensch. Er und der ermittelnde Polizeibeamte hatten eine Reihe von Karten mit Fingerabdrücken für die Geschworenen vorbereitet. Sie belegten ohne Zweifel, dass die Strattons an der Tat beteiligt waren. Wir haben dies. Eine fotografische Vergrößerung eines Daumenabdrucks, der sich an der Geldkassette im Haus des unglücklichen Ladenbesitzers befand. Inspektor Collins zeigte der Jury die Geldkassette und den Fingerabdruck, den er darauf gefunden hatte. Dann demonstrierte er, dass er zum Abdruck des rechten Daumens von Alfred Stratton passte. Sie hatten die Karten fotografiert und vergrößert. Darauf sah man die verschiedenen Wirbel und Bögen der Fingerabdrücke sehr deutlich. Hier kommt eine Linie von rechts in Form eines Halbmondes mit 1 beschriftet. Collins wies auf 12 Übereinstimmungen zwischen Strattons Daumenabdruck und dem auf der Kassette hin. Die Geschworenen zogen sich nur 2 Stunden zur Beratung zurück. Dann hatten sie ihr Urteil gefällt. Der Prozess war für das Fingerabdruckverfahren der große Durchbruch. Die Brüder Stratton wurden für schuldig befunden. Die neue Technik hatte sich vor Gericht bewährt. Von nun an besaß die Kriminalpolizei ein neues Werkzeug im Kampf gegen das Verbrechen. Ohne Fingerabdruck hätte es keine Beweise gegen die Brüder gegeben. Sie besaßen vielleicht ein bisschen zu viel Geld, aber keiner hatte gesehen, wie sie den Laden verließen. Das hätte für eine Verurteilung nicht gereicht. Sie wurden eindeutig durch einen Fingerabdruck überführt. Die Stratton-Brüder wurden zum Tod durch den Strang verurteilt. Fingerabdrücke dienen meist dazu, Straftäter zu identifizieren. Doch es geht auch andersherum. Als das FBI den berüchtigten Gangster George Barnes alias Machine Gun Kelly festnahm, war es der Fingerabdruck seines Opfers, der ihn überführte. Während der Prohibition in den 20er und 30er Jahren erlebten die USA eine Verbrechenswelle. Das FBI hatte alle Hände voll zu tun. Um die Aufgaben bewältigen zu können, wurden neue forensische Abteilungen gegründet. Und das junge Fingerabdruckteam stand bald vor seiner größten Herausforderung. Der Urschel-Fall passierte nur ein Jahr nach Gründung des FBI-Labors. Fingerabdrücke kannte man schon seit Jahrhunderten. Doch die Kunst, sie am Tatort zu sichern und mit denen potenzieller Verdächtiger zu vergleichen, war noch nicht zur Routine geworden. Es ist der 22. Juli 1933. Der Multimillionär Charles Urschel aus Oklahoma City spielte mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar Bridge. Plötzlich wurden sie von 2 Bewaffneten überfallen. Keine Bewegung oder wir schießen. Wir wollen Urschel. Wer ist hier Urschel? 4 Tage später traf eine Lösegeldforderung ein. Über $200.000. Zum Beweis, dass sich Urschel in ihrer Gewalt befand, schickten die Entführer einen Zettel mit dessen Handschrift mit. Ein Freund der Familie brachte eine Tasche mit dem Lösegeld in gekennzeichneten Scheinen zum gewünschten Übergabeort. Ein großer Mann im Sommeranzug mit Panama-Hut sprach den Geldüberbringer an, griff sich die Tasche mit dem Bargeld und versicherte, dass Urschel wohlbehalten zurückgebracht würde. 24 Stunden später setzte man Urschel an einer Tankstelle in der Nähe von Oklahoma City ab. Charles Urschel konnte seine Entführer die ganze Zeit über nicht sehen. Er besaß jedoch ein bemerkenswert gutes Gedächtnis
und konnte dem FBI viele nützliche Hinweise geben. Ein FBI-Mitarbeiter der Außenstelle Dallas vernahm Usher gründlich und stellte fest, dass er sehr detaillierte Angaben machen konnte. Die Entführer hatten Urschel während der Autofahrt die Augen verbunden. Trotzdem hatte er sich einige Besonderheiten gemerkt, die er den FBI-Agenten beschrieb. Das Ziel der 24-stündigen Fahrt war offenbar eine Ranch. Urschel hörte draußen Kühe und Hühner. Er hatte sein Zeitgefühl behalten und konnte sich an Sinneswahrnehmungen erinnern, obwohl seine Augen meist verbunden waren. Er erinnerte sich an die Blechdose, aus der man ihm Wasser zu trinken gab, und den mineralischen Geschmack des Wassers. Urschels Aufmerksamkeit leistete dem FBI gute Dienste. Er konnte die Augenbinde so weit entfernen, dass er auf seine Armbanduhr sehen konnte. So stellte er fest, dass immer zur gleichen Zeit ein Flugzeug über das Gebäude flog. Um 9.45 Uhr morgens und um 17.45 Uhr nachmittags. Nur an einem Morgen nicht. Da regnete es zu stark. Urschel hinterließ auf allem, was er zu fassen bekam, möglichst viele Fingerabdrücke. Schließlich verglich man Urschels Hinweise mit real existierenden Orten. Mithilfe dieser wertvollen Hinweise begann das FBI, nach dem Unterschlupf der Kidnapper zu fahnden. Beamte kontaktierten alle Fluglinien, die Ziele in einem Umkreis von 1000 Kilometern um Oklahoma City anflogen. Das FBI prüfte die Flugzeiten und die Wetterberichte der Umgebung und stellte fest, dass es einen passenden Flug gab. Und tatsächlich war dieser an dem von Urschel bezeichneten Tag wegen eines heftigen Unwetters ausgefallen. So konnte man den Bereich, in dem sich die Ranch befand, eingrenzen. And so it gave them that path along which the farm must have been. Im Visier der Fahnder, die kleine Stadt Paradise in Texas. Straßensperren wurden errichtet. Polizei und FBI begannen, jede Farm in der Gegend abzusuchen. Auf der 200 Hektar großen Ranch der Familie Shannon stießen sie auf einen berüchtigten Ganoven. Harvey Bailey trug $700 in gekennzeichneten Scheinen bei sich und wurde sofort festgenommen. Urschel wurde zur Shannon Ranch geführt und identifizierte sie als den Ort, an dem er festgehalten worden war. Alles passte. Doch am beweiskräftigsten waren Urschels Fingerabdrücke. Ein Experte bestätigte, sie befanden sich auf allem, was in Urschels Reichweite gewesen war. Das untermauerte den Fall natürlich. Man fand versteckte Fingerabdrücke von Urschel, die bewiesen, dass er sich tatsächlich dort aufgehalten hatte. Es gab keinen anderen Grund, warum sie dort zu finden waren. Es war die handfeste Bestätigung all dessen, was er ausgesagt hatte. Urschels Aufenthaltsort war eindeutig identifiziert. Das FBI konzentrierte sich nun darauf, die Drahtzieher der Entführung zu suchen. Schnell fanden die Ermittler heraus, dass die Tochter der Ranchbesitzer, Catherine, mit dem berüchtigten Gangster Machine Gun Kelly verheiratet war. Gegen Kelly und seine Bande wurden Haftbefehle erlassen. Am 26. September war es soweit. Razzia in einem Bauernhaus in Texas. Dort hatte sich die Kelly-Gang versteckt. Das FBI entdeckte einen Tag später über $70.000 des Lösegeldes. Die Beweislage war eindeutig und die gesamte Kelly-Bande wurde verhaftet. Machine Gun Kelly und seine Frau Catherine wurden wenig später in Louisiana festgenommen und zur Gerichtsverhandlung nach Oklahoma überstellt. Here's pretty Mrs. Kelly, former college co-ed, on her way to stand trial with her husband on the kidnapping charge. And Machine Gun Kelly himself, likewise college educated, but now manacled hand and foot. Police believe that the capture of Kelly
has broken up the worst of the kidnapping gangs. Bei der Ankunft in Oklahoma trafen Machine Gun Kelly und seine Frau Catherine auf ihre Komplizen, die sich auch vor Gericht verantworten mussten. Charles Urschel trat als Zeuge auf. Seine Aussage in Verbindung mit den präsentierten Fingerabdrücken genügte, um die Geschworenen zu überzeugen. It's the judgment of the court that George R. Kelly be sentenced to the federal penitentiary for the term of his natural life. Es war das Ende der Kelly Gang. Sechs Personen wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Natürlich auch George Machine Gun Kelly. Er starb 1954 im Gefängnis. In der Fingerabdruckanalyse, der Daktyloskopie, unterscheidet man drei grundlegende Arten: latente, sichtbare und plastische Abdrücke. Am häufigsten sind latente Abdrücke, also solche, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Fasst man etwas an, bleiben Schweiß und Hautfett an der berührten Oberfläche zurück. Einen latenten Fingerabdruck kann man fast überall hinterlassen, besonders auf Materialien wie Glas oder poliertem Holz. Auf solch glatten Oberflächen können sie sich erstaunlich lange halten. Die gebräuchlichste Methode, Fingerabdrücke sichtbar zu machen, ist das Einstäuben mit grauem oder schwarzem Pulver. Es bleibt an den organischen Rückständen haften. Früher verwendete man eine Mischung aus Quecksilber und Kreide. Heutzutage scannt die Spurensicherung den Tatort mit einem tragbaren Laserlicht oder ultraviolettem Licht. Natürliche Hautfette fluoreszieren und werden sichtbar, so dass man sie fotografieren kann. Bringen Pulver und Tatortleuchten keine Ergebnisse, dann kommen chemische Mittel zum Einsatz. Versprühtes Ninhydrin färbt latente Fingerabdrücke violett, da es mit den Aminosäuren in den Hautrückständen reagiert. Die zweite Kategorie, Fingerabdrücke, die man mit bloßem Auge erkennt. Sie entstehen meist, wenn Finger mit Blut, Tinte oder anderen Substanzen verschmiert sind, die Spuren hinterlassen. Sichtbare Fingerabdrücke findet man eher selten an Tatorten. Meist handelt es sich dann um brutale Gewaltverbrechen, bei denen viel Blut floss. Die letzte Kategorie, Abdrücke, die in weichen, verformbaren Materialien zurückbleiben, etwa in Wachs oder Plastiksprengstoff. Ganz wichtig beim Sichern von Fingerabdrücken, die korrekte Vorgehensweise. Und da kommt die Spurensicherung ins Spiel. Denn jeder Fehler kann die Ermittlungen gefährden und die spätere Verurteilung des Täters. »1943 gab es auf den Bahamas einen Fall, der die Experten mehr als 60 Jahre lang beschäftigt hat. Mit der heutigen Technik hätte er vielleicht gelöst werden können. Es ging um einen Multimillionär mit Verbindungen zum englischen Königshaus. Sir Henry Oakes hatte sein Vermögen mit einer Goldmine gemacht und lebte aus steuerlichen Gründen auf den Bahamas. Gouverneur der Insel war der abgedankte König von England, Edward VIII., Während des Zweiten Weltkriegs diente die Insel vielen wohlhabenden Europäern als Zufluchtsort. Oakes war mit Edward und seiner Frau Wallis Simpson befreundet. Doch dann geriet das glamouröse Leben auf der Insel in die Schlagzeilen. Am 8. Juli 1943 wurde Oakes tot in seinem Bett aufgefunden. Er war erschlagen worden. Seine Leiche wies Brandwunden auf und war mit weißen Kissenfedern bedeckt. Das Zimmer roch nach Benzin. In seiner Eigenschaft als Gouverneur forderte Edward Kriminalbeamte aus Miami an. Darunter auch seinen alten Leibwächter sowie den Fingerabdruckspezialisten Captain James Barker. Sie sollten in dem brutalen Mordfall ermitteln. Das Schlafzimmer, in dem Oakes Leiche gefunden wurde, war in Brand gesteckt worden, um Spuren zu verwischen. Zum Glück für die Ermittler hatte der Wind das Feuer gelöscht, bevor alle Hinweise zerstört waren. Dazu gehörten Fingerabdrücke und ein blutiger Handabdruck auf einem kunstvollen Paravent im Schlafzimmer. Die Ermittler begannen, die Abdrücke zu sichern.
Barkers Methode war, sie mit einem Pulver zu bestäuben. Er verwendete ein schwarzes Pulver. Dieses verteilt man auf den Oberflächen, sodass die Abdrücke sichtbar werden. Um einen Fingerabdruck abzunehmen, benutzte Barker einen weißen Gummistreifen mit Klebefläche. Mit dieser Technik erhielten die Ermittler einen deutlichen Fingerabdruck. Sie behaupteten, er habe sich an dem Paravent befunden. Sie behaupteten außerdem, es handle sich um den Fingerabdruck des bekannten Nassauer Grafen Freddy de Marigny, der zufällig der Ehemann von Sir Henry Oakes Tochter Nancy war. De Marigny hatte den Ruf eines Schürzenjägers. Er war mit vielen Personen auf der Insel verkracht, auch mit seinem Schwiegervater und Edward, dem Herzog von Windsor. Er wurde festgenommen und beschuldigt, Sir Harry Oakes ermordet zu haben. Mit nur einem Fingerabdruck als Beweismittel behaupteten die Ermittler, das Verbrechen sei gelöst. Doch zu Prozessbeginn kam dann die Wende. Die Verteidiger stellten die Methoden der Ermittler aus Miami in Frage. Ihre entscheidende Kritik? Die Art, wie der Fingerabdruck gesichert wurde. Die korrekte Vorgehensweise wäre gewesen, den Abdruck an Ort und Stelle zu lassen und vor Gericht zu präsentieren, damit ihn jeder sehen kann. Oder den Abdruck auf dem Paravent zu fotografieren, sodass man sehen kann, dass er sich tatsächlich dort befand. Da man ihn abgenommen hatte, waren Beweise zerstört worden. Das Gericht musste sich allein auf die Aussage der Ermittler stützen. Es gab deutlich sichtbare Unstimmigkeiten bei dem vorgelegten Fingerabdruck. Auf dem Fingerabdruck, der vor Gericht präsentiert wurde, sah man im Hintergrund ein paar Punkte, unter dem Fingerabdruck und neben ihm. Diese passten überhaupt nicht zu der Oberfläche, von der Barker den Abdruck angeblich abgenommen hatte. Die Verteidigung argumentierte, der Fingerabdruck sei gar nicht vom Paravent am Tatort, sondern von einem Glas abgenommen worden, aus dem der Angeklagte während seines Verhörs getrunken hatte. Ermittler Barker wies die Anschuldigung vehement zurück. Doch er konnte nicht eindeutig beweisen, dass sich der Abdruck tatsächlich auf dem Paravent befunden hatte. Die Gerichtsverhandlung dauerte 42 Tage. Dann wurde Freddy de Marigny vom Vorwurf des Mordes an Sir Harry Oakes freigesprochen. Aber er musste die Insel für immer verlassen. Der brutale Mord wurde nie aufgeklärt. Manchmal sind es nicht Fehler bei der Spurensicherung, die einen Fall ruinieren. Es kommt auch vor, dass die Technik missbraucht wird. Weil Fingerabdrücke als kaum widerlegbarer Beweis gelten, werden sie auch schon mal manipuliert. Von Ermittlern, die einen schnellen Erfolg vorweisen wollen. Kann man jedes menschliche Fehlverhalten ausschließen, ist ein Fingerabdruck eine todsichere Sache. Aber sie können, nachdem sie gesichert wurden, auch von korrupten Polizisten zweckentfremdet werden. Der New Yorker Polizist David Harding war ein Held. Er hatte eine Reihe aufsehenerregender Verbrechen aufgeklärt, was die Aufmerksamkeit der CIA erregte. Im Dezember 1989 wollte man ihn als Agenten anwerben und lud ihn zu einem Gespräch ein. CIA-Kandidaten müssen sich einem Lügendetektortest unterziehen. Das gilt als Standardprozedur. Die CIA wollte wissen, ob es in Hardings Vergangenheit etwas gab, das ihn als Agenten disqualifizieren könnte. Man stellte Nachforschungen an, ob Harding jemals in ein Verbrechen verwickelt war. Harding wurde zu einer Reihe seiner Fälle befragt und einer davon erregte die Aufmerksamkeit des CIA-Beamten. Es ging um einen 81-jährigen Mann, der brutal angegriffen und ermordet worden war. Hardings Antworten ließen den Lügendetektor ausschlagen und das zeigte, dass er log. Daraufhin stellte man Nachforschungen an, ob er sich je strafbar gemacht habe. Ein Fingerabdruck hatte im Mordfall des alten Mannes zu einer Verurteilung geführt. Harding konnte dem Gericht damals entscheidende Beweise vorlegen. Das ist eine Vergrößerung des latenten Fingerabdrucks, den ich auf der Spüle sicherte.
Er ist auf dieser Seite zu sehen, der rechten. Daneben ist die Vergrößerung eines Fingerabdrucks des Angeklagten Mark Prentice. Für den bekannten Kleinkriminellen Mark Prentice war diese Aussage eine Katastrophe. Prentice beteuerte ausdrücklich, dass es nicht sein Fingerabdruck sein könne. Ich war weder im Haus dieses Mannes noch auf seinem Grundstück. Man kann unmöglich einen Fingerabdruck von mir im Haus dieses Mannes gefunden haben. Doch für die Geschworenen war klar, ein Fingerabdruck lügt nicht. Hardings selbstbewusster Auftritt vor Gericht überzeugte die Jury. Mark Prentice wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Polizist Harding konnte vielleicht die Geschworenen hinters Licht führen, aber nicht die CIA. Der nicht bestandene Lügendetektortest ließ Zweifel an Hardings Ermittlungsmethoden aufkommen. Nun wurde seine Arbeit Gegenstand einer Ermittlung. Und es kam heraus, er hatte eine ganz eigene Vorstellung von Verbrechensbekämpfung. Man stellte Harding zur Rede und schnell war klar, er hatte Prentice' Fingerabdruck gefälscht. Harding hatte ihn von einer Bierflasche abgenommen und am Tatort platziert. Außerdem entdeckte man, dass er auch in anderen Fällen Beweise gefälscht hatte. Etwa bei einem brutalen Mehrfachmord. 1989 waren Dolores Harris, ihr Mann und ihre beiden Kinder getötet und ihr Haus in Brand gesteckt worden. Trotz des Feuers hatte man Fingerabdrücke am Tatort gefunden. Das ist die Gasflasche, die im Wohnzimmer der Familie Harris stand, am Tag, als ich dorthin kam. Ich untersuchte die Flasche am selben Tag und sicherte die Fingerabdrücke daran. Angeblich passten sie zu Shirley King, einer Frau, die der Polizei bekannt war. Sie wurde festgenommen und wegen mehrfachen Mordes verurteilt. Doch als man Hardings Unterlagen prüfte, entdeckte die CIA, dass auch Kings Fingerabdruck absichtlich platziert worden war. Harding wurde wegen Verdachts auf Meineid festgenommen. Die Urteile in den Fällen Mark Prentice und Shirley King, die bereits in Haft saßen, wurden aufgehoben. Prentice verbrachte 6,5 Jahre im Gefängnis für ein Verbrechen, das er nicht begangen hatte. Ich will ehrlich sein. Am liebsten würde ich ihn verprügeln. Ich versuche, mich zurückzuhalten. Er hat einen Großteil meines Lebens ruiniert. Meine 3 Kinder sind inzwischen erwachsen. Die Zeit kriege ich nicht zurück. Harding wurde zu 4 Jahren Haft verurteilt. Aber auch im Gefängnis zeigte er keine Einsicht. Nach seinem Verständnis waren Prentice und King einfach schlechte Menschen und hatten eine Strafe verdient. Juristisch gesehen gehören Fingerabdrücke zu den besten Beweisen, die es gibt. Für eine Festnahme benötigt man nicht viel, aber um jemanden zu verurteilen. Wir wollten gewalttätige Menschen von der Straße wegholen. Und eine Verurteilung erreicht man am besten mit Fingerabdrücken als Beweis. Nach seiner Verurteilung ergaben Untersuchungen, dass seine Dienststelle in 34 weiteren Fällen Fingerabdrücke gefälscht hatte. Harding missbrauchte die Daktyloskopie, um seine verqueren Ansichten zum Thema Gerechtigkeit umzusetzen. Er hatte sogar eine Rechtfertigung dafür parat. Wir stehlen nicht, wir haben keinen finanziellen Nutzen davon. Wir taten, was getan werden musste, um die Bürger zu schützen. Wer glaubt, heute könne man keine Fingerabdrücke mehr fälschen, der täuscht sich. Man kann davon ausgehen, dass kein wissenschaftlicher Beweis unfehlbar ist. Alles, woran Menschen beteiligt sind, muss hinterfragt werden, wie jeder andere Beweis in einem Strafverfahren. Nichts ist narrensicher. Nicht immer stecken korrupte Polizisten dahinter, wenn sich ein Fingerabdruckbeweis als falsch herausstellt. Der Fall Shirley McKee zeigte, was menschlicher Irrtum anrichten kann. Die Kriminalpolizistin McKee wurde beschuldigt, Fingerabdrücke am Tatort hinterlassen zu haben und dies abzustreiten. Keiner glaubte mir. Jeder sagte, dein Fingerabdruck ist doch da. Und wenn schottische Kriminalbeamten es sagen, dann musst du wohl auch dort gewesen sein.
Der Fall wurde berühmt als der Kampf einer Frau gegen eine seit 100 Jahren bewährte Kriminaltechnik. Es ging um den brutalen Mord an der 51-jährigen Marion Ross. Die Polizei hatte einen Verdächtigen, den jungen Handwerker David Asbury. Er wurde anhand von Fingerabdrücken mit dem Tatort in Verbindung gebracht. Auch in diesem Mordfall waren Fingerabdrücke die entscheidenden Beweise. Wenn Shirley McKee weiter darauf bestand, dass die Polizei einen Fingerabdruck falsch identifiziert hatte, konnte es die Aussagekraft der Indizien in Frage stellen. McKee wurde massiv unter Druck gesetzt. Eine Kollegin besuchte sie zu Hause und wollte sie umstimmen. Sie versuchte 3 Stunden lang, mich dazu zu bringen, nicht zu lügen. Aber sie sagte, sieh mal, Shirley, das ist ein ernster Fall. Wenn du nicht glücklich bist bei der Arbeit, wo würdest du lieber arbeiten? Wir regeln das, mach dir keine Sorgen. Wir sagen einfach, du warst verwirrt. Und das machte mich noch entschlossener, denn da versuchte jemand, mich nicht nur als Lügnerin hinzustellen, sondern auch noch als Verrückte. McKee ließ sich nicht beirren. Bei Asburys Verhandlung wiederholte sie vor Gericht und unter Eid, sie habe keine Fingerabdrücke am Tatort hinterlassen. Ich hatte Angst, denn ich dachte, wenn David Asbury freikommt, dann gibt jeder mir die Schuld. Es war schrecklich, die Zeugenaussage zu machen. Ihre Aussage hatte letztlich keinen Einfluss auf das Urteil. Asbury wurde für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Es war schrecklich. Ich fiel fast in Ohnmacht. Es war ein totaler Schock. Ich hatte mit einem Freispruch gerechnet. Ich kann es kaum beschreiben. Für McKee schien die Qual vorbei zu sein. Ich dachte, gut, sie haben den Täter. Ich bin vor Gericht erschienen, habe die Wahrheit gesagt und er wurde trotzdem verurteilt. Ich glaubte, jetzt lassen sie mich in Ruhe und ich kann weiterarbeiten. Doch weit gefehlt. Es war der Beginn eines persönlichen Albtraums, der fast ein Jahrzehnt andauerte. Ein paar Monate nach Asburys Verurteilung erschien die Polizei bei McKee und nahm sie fest. Sie wurde wegen Meineides und Falschaussage angeklagt. 4 Fingerabdruckexperten der schottischen Kriminalpolizei behaupteten, der Abdruck, der am Tatort gefunden worden war, sei ihrer. Sie habe gelogen. Nun stand die ganze Methode, Fingerabdrücke zu nehmen, auf dem Prüfstand. Es dauerte 2 Jahre, bis der Meineid-Fall vor Gericht kam. Im Fall einer Verurteilung drohten McKee 8 Jahre Haft. Für sie ging es aber längst um Leben und Tod. Ich dachte, was mache ich, wenn ich schuldig gesprochen werde? Wie kann ich das ungeschehen machen? Ich überlegte im Grunde, wie ich mich am schnellsten umbringen könnte. Doch McKee gab sich noch nicht geschlagen. Ein paar Wochen vor der Verhandlung fand sie einen amerikanischen Fingerabdruckexperten, der bereit war, sich den Fall anzusehen. Ich musste noch nie einem anderen Fingerabdruckexperten einen Fehler nachweisen. Aber hier ging es um einen Abdruck, der offenkundig nicht mit dem der Beschuldigten übereinstimmte. Trotzdem wurde er so präsentiert, als sei er ein eindeutiger Beweis. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, damit hatte ich nicht gerechnet. Es kam zur Machtprobe zwischen 2 Experten. Pat Wertheim hat hunderte Polizisten auf der ganzen Welt zu Fingerabdruckexperten ausgebildet. Er untersuchte den fraglichen Abdruck, der vom Türrahmen am Tatort stammte. Wertheim demonstrierte den Geschworenen, dass das komplizierte Linienmuster auf keinen Fall Shirley McKees Abdruck sein konnte. Dieses Foto habe ich von dem Abdruck gemacht. Die dunklen Linien stellen die Hautleisten dar. Und hier habe ich eine Folie angefertigt, die meine Interpretation der Rillen zeigt.
Für einen Vergleich wählt man im sichergestellten Abdruck Musterbereiche wie Gabelungen und Linienendungen. Dann sucht man nach diesen Mustern in dem Abdruck der infrage kommenden Personen. Bei diesem Abdruck vom Tatort haben wir einen guten Musterbereich, der aus diesen 5 Punkten besteht. Hier haben wir eine Gabelung, eine zweite, dritte, vierte und fünfte. Die Abdrücke werden auch im Hinblick auf Unterschiede geprüft. Das ist Shirley McKees eingefärbter Daumenabdruck. Wir haben nach der Zielgruppe gesucht. Hier sind die 5 Punkte. Wenn wir hier 5 Linien hochzählen, dann muss eine Linie kommen, die sich gabelt und nach links weitergeht. Aber diese hier geht nach rechts. Das allein genügt, um Shirley McKee auszuschließen. Der Abdruck am Tatort stammt nicht von ihrem Daumen. Eine einzige Abweichung genügt, um zu beweisen, dass 2 Abdrücke nicht übereinstimmen. Aber Wertheim fand noch mehr. Es ist ein vollkommen anderer Abdruck. Ich habe hier weitere Punkte in Shirley McKees Daumen eingekreist, die im Abdruck am Tatort nicht existieren. Es gibt Dutzende Punkte in diesem Abdruck, die nicht übereinstimmen. Nachdem Wertheim gehört worden war, benötigte die Jury weniger als eine Stunde, um ein einstimmiges Urteil zu fällen. Unschuldig. Shirley McKee hatte keinen Meineid abgelegt. Zum ersten Mal ein Fall, bei dem ein Fingerabdruckbeweis vor Gericht erfolgreich widerlegt wurde. Ich schluchzte völlig unkontrolliert und erinnere mich, dass ich nur aufhörte, um das Urteil zu hören. Die Erleichterung war überwältigend. Es war unglaublich, dass ich gewonnen hatte. Shirley McKee wurde freigesprochen. Und für alle künftigen Fälle war klar, die Methode, nach der Fingerabdrücke verglichen werden, kann fehlerhaft sein. Nach Shirley McKees historischem Sieg folgte die Berufung im Fall David Asbury und sein Freispruch. Des Mannes, der für den Mord an Marion Ross angeklagt und verurteilt worden war. Unabhängige Experten fanden auch die Auswertung des Fingerabdrucks auf David Asburys Spardose fehlerhaft. Die Polizei konnte der Meinung der Experten nichts entgegensetzen. Alle Beweise waren schließlich zerstört. Sie mussten einknicken. Das bewährte Verfahren, das so häufig dazu gedient hatte, die Wahrheit herauszufinden, wurde in Verruf gebracht, durch Fehler von Experten. Und das Urteil im Fall Asbury warf eine schwerwiegende Frage auf. Wenn sich so viele Experten irren konnten, wie viele unschuldige Menschen wurden dann wegen fehlerhafter Ermittlungen zu Unrecht bestraft? Wenn man beginnt, danach zu forschen, muss man sich selbst fragen, wie viele Fälle sind durch dieses Netz gefallen? Wie viele Menschen haben für schuldig plädiert, weil man ihnen sagte, es gebe keine Hoffnung, da die Fingerabdrücke übereinstimmen? Wie viele Menschen wurden zu Unrecht verurteilt? Von Geschworenen, die glaubten, es gebe nichts zu rütteln an der Behauptung, 2 Abdrücke stimmen überein. Zweifellos wird das moderne Fingerabdruckverfahren weiterhin ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen das Verbrechen sein. Immerhin lässt sich damit nachweisen, dass ein Verdächtiger am Tatort quasi seine Visitenkarte hinterlassen hat. Doch Shirley McKees Fall hat gezeigt, dass auch hier menschliches Versagen zum Problem werden kann. Die große Herausforderung für die moderne Forensik, dass so etwas nicht wieder passiert. Denn sogar im 21. Jahrhundert kann es passieren, dass ein scheinbar perfekter forensischer Beweis doch fehlerhaft sein kann. Es war das Ende der Kelly Gang. 6 Personen wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Natürlich auch George Machine Gun Kelly. Er starb 1954 im Gefängnis. In der Fingerabdruckanalyse, der Daktyloskopie, unterscheidet man 3 grundlegende Arten: latente, sichtbare und plastische Abdrücke.
Am häufigsten sind latente Abdrücke, also solche, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Fasst man etwas an, bleiben Schweiß und Hautfett an der berührten Oberfläche zurück. Einen latenten Fingerabdruck kann man fast überall hinterlassen, besonders auf Materialien wie Glas oder poliertem Holz. Auf solch glatten Oberflächen können sie sich erstaunlich lange halten. Die gebräuchlichste Methode, Fingerabdrücke sichtbar zu machen, ist das Einstäuben mit grauem oder schwarzem Pulver. Es bleibt an den organischen Rückständen haften. Früher verwendete man eine Mischung aus Quecksilber und Kreide. Heutzutage scannt die Spurensicherung den Tatort mit einem tragbaren Laserlicht oder ultraviolettem Licht. Natürliche Hautfette fluoreszieren und werden sichtbar, so dass man sie fotografieren kann. Bringen Pulver- und Tatortleuchten keine Ergebnisse, dann kommen chemische Mittel zum Einsatz. Versprühtes Ninhydrin färbt latente Fingerabdrücke violett, da es mit den Aminosäuren in den Hautrückständen reagiert. Die zweite Kategorie, Fingerabdrücke, die man mit bloßem Auge erkennt. Sie entstehen meist, wenn Finger mit Blut, Tinte oder anderen Substanzen verschmiert sind, die Spuren hinterlassen. Sichtbare Fingerabdrücke findet man eher selten an Tatorten. Meist handelt es sich dann um brutale Gewaltverbrechen, bei denen viel Blut floss. Die letzte Kategorie, Abdrücke, die in weichen, verformbaren Materialien zurückbleiben, etwa in Wachs oder Plastiksprengstoff. Ganz wichtig beim Sichern von Fingerabdrücken, die korrekte Vorgehensweise. Und da kommt die Spurensicherung ins Spiel. Denn jeder Fehler kann die Ermittlungen gefährden und die spätere Verurteilung des Täters. "1943 gab es auf den Bahamas einen Fall, der die Experten mehr als 60 Jahre lang beschäftigt hat. Mit der heutigen Technik hätte er vielleicht gelöst werden können. Es ging um einen Multimillionär mit Verbindungen zum englischen Königshaus. Sir Henry Oakes hat Meineid abgelegt. Zum ersten Mal ein Fall, bei dem ein Fingerabdruckbeweis vor Gericht erfolgreich widerlegt wurde. Ich schluchzte völlig unkontrolliert und erinnere mich, dass ich nur aufhörte, um das Urteil zu hören. Die Erleichterung war überwältigend. Es war unglaublich, dass ich gewonnen hatte. Shirley McKee wurde freigesprochen. Und für alle künftigen Fälle war klar, die Methode, nach der Fingerabdrücke verglichen werden, kann fehlerhaft sein. Nach Shirley McKees historischem Sieg folgte die Berufung im Fall David Asbury und sein Freispruch. Des Mannes, der für den Mord an Marion Ross angeklagt und verurteilt worden war. Unabhängige Experten fanden auch die Auswertung des Fingerabdrucks auf David Asburys Spardose fehlerhaft. Die Polizei konnte der Meinung der Experten nichts entgegensetzen. Alle Beweise waren schließlich zerstört. Sie mussten einknicken. Das bewährte Verfahren, das so häufig dazu gedient hatte, die Wahrheit herauszufinden, wurde in Verruf gebracht, durch Fehler von Experten. Und das Urteil im Fall Asbury warf eine schwerwiegende Frage auf. Wenn sich so viele Experten irren konnten, wie viele unschuldige Menschen wurden dann wegen fehlerhafter Ermittlungen zu Unrecht bestraft? Wenn man beginnt, danach zu forschen, muss man sich selbst fragen, wie viele Fälle sind durch dieses Netz gefallen? Wie viele Menschen haben für schuldig plädiert, weil man ihnen sagte, es gebe keine Hoffnung, da die Fingerabdrücke übereinstimmen? Wie viele Menschen wurden zu Unrecht verurteilt? Von Geschworenen, die glaubten, es gebe nichts zu rütteln an der Behauptung, zwei Abdrücke stimmen überein. Zweifellos wird das moderne Fingerabdruckverfahren weiterhin ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen das Verbrechen sein. Immerhin lässt sich damit nachweisen, dass ein Verdächtiger am Tatort quasi seine Visitenkarte hinterlassen hat.
Doch Shirley McKees Fall hat gezeigt, dass auch hier menschliches Versagen zum Problem werden kann. Die große Herausforderung für die moderne Forensik, dass so etwas nicht wieder passiert. Denn sogar im 21. Jahrhundert kann es passieren, dass ein scheinbar perfekter forensischer Beweis doch fehlerhaft sein kann. Gab es auf den Bahamas einen Fall, der die Experten mehr als 60 Jahre lang beschäftigt hat. Mit der heutigen Technik hätte er vielleicht gelöst werden können. Es ging um einen Multimillionär mit Verbindungen zum englischen Königshaus. Sir Henry Oakes hatte sein Vermögen mit einer Goldmine gemacht und lebte aus steuerlichen Gründen auf den Bahamas. Gouverneur der Insel war der abgedankte König von England, Edward VIII. Während des Zweiten Weltkriegs diente die Insel vielen wohlhabenden Europäern als Zufluchtsort. Oakes war mit Edward und seiner Frau Wallis Simpson befreundet. Doch dann geriet das glamouröse Leben auf der Insel in die Schlagzeilen. Am 8. Juli 1943 wurde Oakes tot in seinem Bett aufgefunden. Er war erschlagen worden. Seine Leiche wies Brandwunden auf und war mit weißen Kissenfedern bedeckt. Das Zimmer roch nach Benzin. In seiner Eigenschaft als Gouverneur forderte Edward Kriminalbeamte aus Miami an. Darunter auch seinen alten Leibwächter sowie den Fingerabdruckspezialisten Captain James Barker. Sie sollten in dem brutalen Mordfall ermitteln. Das Schlafzimmer, in dem Oakes Leiche gefunden wurde, war in Brand gesteckt worden, um Spuren zu verwischen. Zum Glück für die Ermittler hatte der Wind das Feuer gelöscht, bevor alle Hinweise zerstört waren. Dazu gehörten Fingerabdrücke und ein blutiger Handabdruck auf einem kunstvollen Paravent im Schlafzimmer. Die Ermittler begannen, die Abdrücke zu sichern. Barkers Methode war, sie mit einem Pulver zu bestäuben. Er verwendete ein schwarzes Pulver. Dieses verteilt man auf den Oberflächen, sodass die Abdrücke sichtbar werden. Um einen Fingerabdruck abzunehmen, benutzte Barker einen weißen Gummistreifen mit Klebefläche. Mit dieser Technik erhielten die Ermittler einen deutlichen Fingerabdruck. Sie behaupteten, er habe sich an dem Paravent befunden. Sie behaupteten außerdem, es handle sich um den Fingerabdruck des bekannten Nassauer Grafen Freddy de Marigny, der zufällig der Ehemann von Sir Henry Oakes Tochter Nancy war. De Marigny hatte den Ruf eines Schürzenjägers. Er war mit vielen Personen auf der Insel verkracht, auch mit seinem Schwiegervater und Edward, dem Herzog von Windsor. Er wurde festgenommen und beschuldigt, Sir Harry Oakes ermordet zu haben. Mit nur einem Fingerabdruck als Beweismittel behaupteten die Ermittler, das Verbrechen sei gelöst. Doch zu Prozessbeginn kam dann die Wende. Wenn ich einen Fall habe, bei dem aus den Beweisunterlagen hervorgeht, dass ein Fingerabdruck meines Mandanten vorliegt, der ihn mit dem Verbrechen in Verbindung bringt, dann haben wir ein großes Problem. Jeder Tatort wird nach Fingerabdrücken abgesucht. Manche sind mit bloßem Auge erkennbar, manche müssen mit besonderen Verfahren sichtbar gemacht werden. Drei wegweisende Fälle. Ein einziger Fingerabdruck führt zu entscheidenden Wenden und zu Todesurteilen für die beiden Mörder. Das FBI weist dem berüchtigten Gangster Machine Gun Kelly eine Entführung nach. Hier sind es die Fingerabdrücke des Opfers, die den Fall lösen. Und eine schottische Polizistin wagt es, die Analyse von Experten anzuzweifeln. Sie beweist, dass Fingerabdrücke lügen können. Ein Skandal, der die 100 Jahre alte Kriminaltechnik in Verruf brachte. Fingerabdrücke sind das bewährteste Hilfsmittel der modernen Forensik. Aber können bei ihrer Auswertung und Zuordnung auch Fehler passieren?
dem Verbrechen auf der Spur. Spektakuläre Kriminalfälle der Geschichte. Gelöst mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden. Der Fall schien klar, als die schottische Polizei im Januar 1997 zum Haus der 51-jährigen Marion Ross gerufen wurde. Ross lag tot im Badezimmer und wies an Auge und Kehle Stichwunden von einer Schere auf. Kurze Zeit später durchsuchte die Spurensicherung den Tatort nach Hinweisen. Die Polizei riegelte das Haus ab und notierte die Namen aller Personen, die das Grundstück betraten oder verließen. Der Fall wurde Kriminalpolizistin Shirley McKee übertragen. Zu ihren Aufgaben gehörte jedoch nicht die Besichtigung des Tatorts. Es gab keine Anzeichen eines Einbruchs, deshalb vermutete man, dass Marion Ross ihren Mörder gekannt hatte. Die Polizei begann, alle Personen aufzuspüren, die jemals Zutritt zu ihrem Haus hatten. Einer der vielen Fingerabdrücke. Es gab nur ein Problem. Bei der Spurensuche wurde auch ein Fingerabdruck der Kriminalbeamtin Shirley McKee am Tatort entdeckt, am Türrahmen des Badezimmers. Doch sie hatte das Gebäude nie betreten. Mein Vorgesetzter und ich beteuerten beide, dass das unmöglich sein konnte, denn wir waren nie in dem Haus. Dass McKee darauf beharrte, das Haus nie von innen gesehen zu haben, bereitete der Polizei Kopfzerbrechen. Konnte man einen Fingerabdruck fälschen? Der Abdruck war das entscheidende Indiz in dem Fall. Vor Gericht konnte jeder Zweifel daran Asburys Verurteilung gefährden. Es war der Beginn einer langwierigen Untersuchung, bei der eines der wichtigsten forensischen Werkzeuge in Frage gestellt wurde. Schon mehr als 100 Jahre vorher nahm die Wissenschaft Fingerabdrücke ins Visier. 1880 schlug der schottische Mediziner Henry Falls in einem Brief an die Zeitschrift Nature vor, Fingerabdrücke zur Überführung von Verbrechern zu nutzen. Der Brief löste eine Debatte aus und veranlasste den englischen Naturforscher Sir Francis Galton, sich eingehend mit der neuen Idee zu befassen. Galton verdanken wir die Erkenntnis, dass Fingerabdrücke nicht vererbbar sind. Selbst die Abdrücke von eineiigen Zwillingen unterscheiden sich. Er entwickelte ein Klassifizierungssystem, das noch heute angewendet wird. Seine Arbeit schuf die Grundlagen des biometrischen Fingerabdruckverfahrens. Galton teilte Fingerabdrücke in drei Gruppen ein, die sich anhand wichtiger anatomischer Merkmale unterscheiden lassen. Es gibt Bögen, Schleifen und Wirbel. Erst 1905 kam der erste Fingerabdruck in einem Mordprozess zum Einsatz, woraufhin zwei Brüder zum Tod durch den Strang verurteilt wurden. Der Mord wurde entdeckt, als ein Ladengehilfe zur Arbeit in Chapmans Malereibedarf in London kam. Der Laden war verschlossen. Das machte ihn stutzig. Thomas Farrow, der 71-jährige Geschäftsinhaber, öffnete gewöhnlich sehr früh morgens. Durch den Briefschlitz sah der Ladengehilfe jemanden auf dem Boden liegen. Voller Sorge verschaffte er sich Zutritt durch den Hinterhof. Der Ladenbesitzer lag tot auf dem Boden. Er hatte eine Kopfwunde und offenbar viel Blut verloren, um die Geschworenen zu überzeugen. It's the judgment of the court that George R. Kelly be sentenced to the federal penitentiary for the term of his after life. Es war das Ende der Kelly Gang. Sechs Personen wurden zu lebenslanger Haft verurteilt, natürlich auch George Machine Gun Kelly. Er starb 1954 im Gefängnis.
In der Fingerabdruckanalyse, der Daktyloskopie, unterscheidet man drei grundlegende Arten: latente, sichtbare und plastische Abdrücke. Am häufigsten sind latente Abdrücke, also solche, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind. Fasst man etwas an, bleiben Schweiß und Hautfett an der berührten Oberfläche zurück. Einen latenten Fingerabdruck kann man fast überall hinterlassen, besonders auf Materialien wie Glas oder poliertem Holz. Auf solch glatten Oberflächen können sie sich erstaunlich lange halten. Die gebräuchlichste Methode, Fingerabdrücke sichtbar zu machen, ist das Einstäuben mit grauem oder schwarzem Pulver. Es bleibt an den organischen Rückständen haften. Früher verwendete man eine Mischung aus Quecksilber und Kreide. Heutzutage scannt die Spurensicherung den Tatort mit einem tragbaren Laserlicht oder ultraviolettem Licht. Natürliche Hautfette fluoreszieren und werden sichtbar, so dass man sie fotografieren kann. Bringen Pulver und Tatortleuchten keine Ergebnisse, dann kommen chemische Mittel zum Einsatz. Versprühtes Ninhydrin färbt latente Fingerabdrücke violett, da es mit den Aminosäuren in den Hautrückständen reagiert. Die zweite Kategorie, Fingerabdrücke, die man mit bloßem Auge erkennt. Sie entstehen meist, wenn Finger mit Blut, Tinte oder anderen Substanzen verschmiert sind, die Spuren hinterlassen. Sichtbare Fingerabdrücke findet man eher selten an Tatorten. Meist handelt es sich dann um brutale Gewaltverbrechen, bei denen viel Blut floss. Die letzte Kategorie, Abdrücke, die in weichen, verformbaren Materialien zurückbleiben, etwa in Wachs oder Plastiksprengstoff. Ganz wichtig beim Sichern von Fingerabdrücken, die korrekte Vorgehensweise. Und da kommt die Spurensicherung ins Spiel. Denn jeder Fehler kann die Ermittlungen gefährden und die spätere Verurteilung des Täters. "1943 gab es auf den Bahamas einen Fall, der die Experten mehr als 60 Jahre lang beschäftigte. Erhielten die Ermittler einen deutlichen Fingerabdruck. Sie behaupteten, er habe sich an dem Paravent befunden. Sie behaupteten außerdem, es handle sich um den Fingerabdruck des bekannten Nassauer Grafen Freddy de Marigny, der zufällig der Ehemann von Sir Henry Oakes Tochter Nancy war. De Marigny hatte den Ruf eines Schürzenjägers. Er war mit vielen Personen auf der Insel verkracht, auch mit seinem Schwiegervater und Edward, dem Herzog von Windsor. Er wurde festgenommen und beschuldigt, Sir Harry Oakes ermordet zu haben. Mit nur einem Fingerabdruck als Beweismittel behaupteten die Ermittler, das Verbrechen sei gelöst. Doch zu Prozessbeginn kam dann die Wende. Die Verteidiger stellten die Methoden der Ermittler aus Miami in Frage. Ihre entscheidende Kritik? Die Art, wie der Fingerabdruck gesichert wurde. Die korrekte Vorgehensweise wäre gewesen, den Abdruck an Ort und Stelle zu lassen und vor Gericht zu präsentieren, damit ihn jeder sehen kann. Oder den Abdruck auf dem Paravent zu fotografieren, sodass man sehen kann, dass er sich tatsächlich dort befand. Da man ihn abgenommen hatte, waren Beweise zerstört worden. Das Gericht musste sich allein auf die Aussage der Ermittler stützen. Es gab deutlich sichtbare Unstimmigkeiten bei dem vorgelegten Fingerabdruck. Auf dem Fingerabdruck, der vor Gericht präsentiert wurde, sah man im Hintergrund ein paar Punkte, unter dem Fingerabdruck und neben ihm. Diese passten überhaupt nicht zu der Oberfläche, von der Barker den Abdruck angeblich abgenommen hatte. Die Verteidigung argumentierte, der Fingerabdruck sei gar nicht vom Paravent am Tatort, sondern von einem Glas abgenommen worden, aus dem der Angeklagte während seines Verhörs getrunken hatte. Ermittler Barker wies die Anschuldigung vehement zurück. Doch er konnte nicht eindeutig beweisen, dass sich der Abdruck tatsächlich auf dem Paravent befunden hatte. Die Gerichtsverhandlung dauerte 42 Tage. Dann wurde Freddy de Marigny vom Vorwurf des Mordes an Sir Harry Oakes freigesprochen. Aber er musste die Insel für immer verlassen. Der brutale Mord wurde nie aufgeklärt.
Manchmal sind es nicht Fehler bei der Spurensicherung, die einen Fall ruinieren. Es kommt auch vor, dass die Technik missbraucht wird. Weil Fingerabdrücke als kaum widerlegbarer Beweis gelten, werden sie auch schon mal manipuliert. Von Ermittlern, die einen schnellen Erfolg vorweisen wollen. Kann man jedes menschliche Fehlverhalten ausschließen, ist ein Fingerabdruck eine todsichere Sache. Aber sie können, nachdem sie gesichert wurden, auch von Korrupten. Ganz wichtig beim Sichern von Fingerabdrücken, die korrekte Vorgehensweise. Und da kommt die Spurensicherung ins Spiel. Denn jeder Fehler kann die Ermittlungen gefährden und die spätere Verurteilung des Täters. ...1943 gab es auf den Bahamas einen Fall, der die Experten mehr als 60 Jahre lang beschäftigt hat. Mit der heutigen Technik hätte er vielleicht gelöst werden können. Es ging um einen Multimillionär mit Verbindungen zum englischen Königshaus. Sir Henry Oakes hatte sein Vermögen mit einer Goldmine gemacht und lebte aus steuerlichen Gründen auf den Bahamas. Gouverneur der Insel war der abgedankte König von England, Edward VIII. Während des Zweiten Weltkriegs diente die Insel vielen wohlhabenden Europäern als Zufluchtsort. Oakes war mit Edward und seiner Frau Wallis Simpson befreundet. Doch dann geriet das glamouröse Leben auf der Insel in die Schlagzeilen. Am 8. Juli 1943 wurde Oakes tot in seinem Bett aufgefunden. Er war erschlagen worden. Seine Leiche wies Brandwunden auf und war mit weißen Kissenfedern bedeckt. Das Zimmer roch nach Benzin. In seiner Eigenschaft als Gouverneur forderte Edward Kriminalbeamte aus Miami an. Darunter auch seinen alten Leibwächter sowie den Fingerabdruckspezialisten Captain James Barker. Sie sollten in dem brutalen Mordfall ermitteln. Das Schlafzimmer, in dem Oakes Leiche gefunden wurde, war in Brand gesteckt worden, um Spuren zu verwischen. Zum Glück für die Ermittler hatte der Wind das Feuer gelöscht, bevor alle Hinweise zerstört waren. Dazu gehörten Fingerabdrücke und ein blutiger Handabdruck auf einem kunstvollen Paravent im Schlafzimmer. Die Ermittler begannen, die Abdrücke zu sichern. Barkers Methode war, sie mit einem Pulver zu bestäuben. Er verwendete ein schwarzes Pulver. Dieses verteilt man auf den Oberflächen, sodass die Abdrücke sichtbar werden. Um einen Fingerabdruck abzunehmen, benutzte Barker einen weißen Gummistreifen mit Klebefläche. Mit dieser Technik erhielten die Ermittler einen deutlichen Fingerabdruck. Sie behaupteten, er habe sich an dem Paravent befunden. Sie behaupteten außerdem, es handle sich um den Fingerabdruck des bekannten Nassauer Grafen Freddy de Marigny, der zufällig der Ehemann von Sir Henry Oakes Tochter Nancy war. De Marigny hatte den Ruf eines Schürzers. Das junge Fingerabdruckteam stand bald vor seiner größten Herausforderung. Der Shell-Fall passierte nur ein Jahr nach Gründung des FBI-Labors. Fingerabdrücke kannte man schon seit Jahrhunderten. Doch die Kunst, sie am Tatort zu sichern und mit denen potenzieller Verdächtiger zu vergleichen, war noch nicht zur Routine geworden. Es ist der 22. Juli 1933. Der Multimillionär Charles Urschel aus Oklahoma City spielte mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar Bridge. Plötzlich wurden sie von zwei Bewaffneten überfallen. Keine Bewegung oder wir schießen. Wir wollen Urschel. Wer ist hier Urschel? 4 Tage später traf eine Lösegeldforderung ein. Über $200.000. Zum Beweis, dass sich Urschel in ihrer Gewalt befand, schickten die Entführer einen Zettel mit dessen Handschrift mit. Ein Freund der Familie brachte eine Tasche mit dem Lösegeld in gekennzeichneten Scheinen zum gewünschten Übergabeort. Ein großer Mann im Sommeranzug mit Panama-Hut sprach den Geldüberbringer an, griff sich die Tasche mit dem Bargeld und versicherte, dass Urschel wohlbehalten zurückgebracht würde.
24 Stunden später setzte man Urschel an einer Tankstelle in der Nähe von Oklahoma City ab. Charles Urschel konnte seine Entführer die ganze Zeit über nicht sehen. Er besaß jedoch ein bemerkenswert gutes Gedächtnis und konnte dem FBI viele nützliche Hinweise geben. Ein FBI-Mitarbeiter der Außenstelle Dallas vernahm Urschel gründlich und stellte fest, dass er sehr detaillierte Angaben machen konnte. Die Entführer hatten Urschel während der Autofahrt die Augen verbunden. Trotzdem hatte er sich einige Besonderheiten gemerkt, die er den FBI-Agenten beschrieb. Das Ziel der 24-stündigen Fahrt war offenbar eine Ranch. Urschel hörte draußen Kühe und Hühner. Er hatte sein Zeitgefühl behalten und konnte sich an Sinneswahrnehmungen erinnern, obwohl seine Augen meist verbunden waren. Er erinnerte sich an die Blechdose, aus der man ihm Wasser zu trinken gab, und den mineralischen Geschmack des Wassers. Urschels Aufmerksamkeit leistete dem FBI gute Dienste. Er konnte die Augenbinde so weit entfernen, dass er auf seine Armbanduhr sehen konnte. So stellte er fest, dass immer zur gleichen Zeit ein Flugzeug über das Gebäude flog. Um 9.45 Uhr morgens. Metrischen Fingerabdruckverfahrens. Galton teilte Fingerabdrücke in drei Gruppen ein, die sich anhand wichtiger anatomischer Merkmale unterscheiden lassen. Es gibt Bögen, Schleifen und Wirbel. Erst 1905 kam der erste Fingerabdruck in einem Mordprozess zum Einsatz, woraufhin zwei Brüder zum Tod durch den Strang verurteilt wurden. Der Mord wurde entdeckt, als ein Ladengehilfe zur Arbeit in Chapmans Malereibedarf in London kam. Der Laden war verschlossen. Das machte ihn stutzig. Thomas Farrow, der 71-jährige Geschäftsinhaber, öffnete gewöhnlich sehr früh morgens. Durch den Briefschlitz sah der Ladengehilfe jemanden auf dem Boden liegen. Voller Sorge verschaffte er sich Zutritt durch den Hinterhof. Der Ladenbesitzer lag tot auf dem Boden. Er hatte eine Kopfwunde und offenbar viel Blut verloren. Der Ladenjunge rannte los, um die Polizei zu holen. Die fand auch die Frau des Ladenbesitzers regungslos am Boden liegen. Die Polizei fand schnell heraus, dass es sich um einen Raubmord handelte. Auf dem Schlafzimmerboden, wo man die Frau gefunden hatte, lag eine leere Geldkassette. Und daneben eine aus einem schwarzen Seidenstrumpf gefertigte Maske. Zwei ähnliche Masken wurden unten im Laden gefunden. Offenbar gab es mehr als einen Täter. Die Geldkassette wurde von Melville McNaughton untersucht, dem Chef der Londoner Kriminalpolizei. Er fand einen Fingerabdruck auf der Unterseite des Deckels. McNaughton war ein Befürworter des noch jungen Fingerabdruckverfahrens. Der Fall schien perfekt geeignet, um zu zeigen, wie viel die neue Technik ausrichten kann. Er schickte die Kassette an die Fingerabdruckabteilung von Scotland Yard. Die junge Dienststelle wurde von Hauptkommissar Charles Stockley Collins geleitet. Sie bestand erst seit 4 Jahren. Collins galt als Englands führender Fingerabdruckexperte. Er hatte eigene Analysetechniken entwickelt, die jedoch noch nie verwendet worden waren, um Geschworene in einem Mordfall zu überzeugen. Collins wusste, dass die Staatsanwaltschaft ein großes Risiko einging. Ein Mordfall erregt viel öffentliche Aufmerksamkeit. Bei einem Misserfolg drohte die Gefahr, sich mit der neuen Methode lächerlich zu machen. Collins